ist gleich das Haus da vorne an der Ecke. Ich dachte, ich habe abgeschlossen heute Morgen. Komisch. Oh Gott. Wie sieht's denn hier aus? Hier wurde ganz offensichtlich eingebrochen. Meinen Sie, das hat was mit dem Mord an meinem Mann zu tun? Das bekommen wir heraus. Hey, stehen bleiben! Sie bleiben drin, okay? Sie bleiben drin! Stehen bleiben, habe ich gesagt! Oh. Stehen bleiben, habe ich gesagt! Ganz ruhig und langsam hochkommen, los! Okay, bitte. Nicht schießen, ja? Ich wollte nur etwas von meinem Lehrer holen, okay? Und deswegen bist du eingebrochen, haust ab? Ich wollte wirklich nur Unterlagen von meinem Lehrer holen für meine Abi-Prüfung. Und? Ganz langsam, ja? Okay. Der hat mir sogar seinen Schlüssel dafür gegeben. Ausweis, los! Kennen Sie den jungen Mann? Benjamin Weber? Er meinte, er hat den Schlüssel von Ihrem Mann. Das ist doch der Schlüssel, den mein Mann letzte Woche verloren hat. Was? Hast du den geklaut? Nein, Moment. Was labert die? Hast du meinem Mann den Schlüpfer in die Tasche gesteckt? Nein, hab ich nicht. So, jetzt mal ganz ruhig, okay? Einbruch, Diebstahl. Da kommt einiges auf dich zu. Und Sie gehen bitte rein, ja? Alles abschließen, die Kollegen kommen gleich und gucken sich das an. Und du kommst wieder aufs KF. Dann kannst du mir mal ganz genau erklären, warum du in das Haus deines toten Lehrers eingestiegen bist. Frau Bauer ist tot? Ja, tot. Mitkommen. Die Schlange kannst du abhängen. Laut Obduktionsbericht sind die Würgemale am Hals von Frank Bauer menschlicher Natur. Sarah ist der Meinung, dass der Täter entweder Handschuhe getragen haben muss oder dem Schwitzkasten hatte, bis er gestorben ist. Wurde nämlich keine Fremd-DNA gefunden. Gut, dann können wir den Peter Bruns auch abhängen. Der hat nämlich ein Alibi. Und das heißt Laura Schäfer. Die habe ich erreicht. Und die hat angegeben, dass die beiden bis Samstagmorgen schwer beschäftigt waren. Okay. Hier, die ersten Ergebnisse der Spurensicherung. Super, dank dir. Gerne. Dann wollen wir noch mal gucken. Also, die Spurensicherung hat am Tatort ein Haar gefunden, das nicht zugeordnet werden konnte. Okay. Der Besitzer hat anscheinend eine seltene Hautkrankheit namens Pili Anulati, auch genannt Ringelhaar. Sag mal, für jemanden, der keine Haare auf dem Kopf hat, weißt du aber ziemlich viel über das Thema. So wie abgelesen, du Clown. Ist dir gerade aus der Akte gefallen. Also, Pili Anulati, auch genannt Ringelhaar, eine erblich bedingte Hautkrankheit, bei der abwechselnd helle und dunkle Haarsträhnen sichtbar sind. Das Haar wirkt, als wäre es mit glänzenden Punkten oder Farbstreifen bedeckt. Hier, so sieht das aus. Ja, aber keiner unserer Tatverdächtigen hat solche Haare. Hier, schau mal, was ich entdeckt habe. Das Video war in der E-Mail auf dem Laptop unseres Opfers. Das Video hat leider keinen Ton. Das versteht man auch ohne Ton. Ist irgendwo in dem Keller. Sieht ja noch so ein bisschen aus. Die Kleine ist doch im Leben nicht volljährig. Hat der was mit einer minderjährigen Schülerin oder was? Das kenne ich doch, das Mädchen. Gestern in der Tierhandlung, genau, da habe ich sie angesprochen, dass sie abgehauen. Das Mädchen im Video und der Benjamin Weber erpressen unser Opfer mit dem Video. Wer weißt du das? Er steht hier in der E-Mail. Wenn Sie nicht wollen, dass das Video im Internet veröffentlicht wird und Sie Ihren Job verlieren, dann rücken Sie mit den Abiturfragen raus. Zeig doch mal kurz das Video, Tim. Ja. Sag mal, fällt euch da nichts auf? Frank Bauer, der bewegt sich doch gar nicht. Selbst als sie ihm das Höschen zuwirft, bewegt er sich nicht. Der sieht aus, als wäre er betäubt. Seine Frau hat mir erzählt, dass er vor einer Weile einen Filmriss hatte. Was ist denn, wenn die beiden ihm irgendwas in den Kaffee getan haben? K.O.-Tropfen, meinst du? Ja, und dann haben sie das Video gemacht, um ihn zu erpressen. Ja, aber das macht die beiden Teenies nicht direkt zu Mördern. Denn vielleicht eher die Ehefrau, wenn die zufällig das Video entdeckt hat. Das rote Höschen ist das gleiche wie in seiner Tasche. Vielleicht sollten wir einfach mal das Mädchen fragen. Ja, aber dann müssten wir erst mal rauskriegen, wer das Mädchen überhaupt ist und wie sie heißt. Ella Walter.
Familie, der Benjamin Weber. Und sie sind befreundet und gehen auf die gleiche Schule. Und sie ist hier in einem Post getaggt. Ja. Tja, auf geht's. Komm, schnapp dir Alex. Fahr sofort zur Schule und klär das. Ich sag dem Vater Bescheid. Gut. Also, wenn die ihrem Lehrer wirklich K.O.-Tropfen verabreicht haben, um damit ein Fake-Video zu erstellen und ihn damit zu erpressen, dann ist das kein Spaß. Dann ist das echt kriminell. Ja, aber der Benjamin Weber hat den Schlüssel doch schon vor einer Woche geklaut. Warum sollten sie den Lehrer danach noch umbringen? Ich hab das rausbekommen und wollte die beiden anzeigen. Oh, neuer Post. Hier, guck mal. Ella Walter, das scheint seine Freundin zu sein. Ja, würde passen. Er braucht ja die Abi-Lösungen. Ella Walter macht ja erst in 2 Jahren Abi. Hier, guck mal, sie scheint auch Papas Liebling zu sein. Jedes zweite Foto ist mit ihrem Vater. Guten Tag, Kriminalpolizei. Habt ihr heute schon mal Ella Walter gesehen? Wieso? Also einfaches Ja oder Nein würde mir reichen. Ja, in der Turnhalle. Danke. Übrigens, Rauchen ist uncool. Ich habe überhaupt gar nichts. Es war allein deine Entscheidung, okay? Du hättest... Bleib mir hier. Hier bleiben, habe ich gesagt. Kripo. Ella, wir wissen von dem Sexvideo. Es war kein Sex, also es war kein Sexvideo, meine ich. Also eigentlich war, also es... Was jetzt? Es war nur Fake. Fake, mhm. Und die Erpressung war wahrscheinlich auch nur ein schlechter Scherz, oder? Wer von euch beiden hat Frank Bauer umgebracht? Wir haben damit nichts zu tun, okay? Und warum warst du am Tatort und bist weggelaufen? Ich wollte nur sicher gehen, dass Herr Bauer nicht nach Hause kommt, während Benjamin ins Haus einbricht. Ella, Schatz, wo bist du? Hier. Weiß dein Vater von dem gefakten Sexvideo? Bitte erzählen Sie ihm nichts von dem Video. Das Alibi von Valeska Bauer wurde bestätigt. Bist du ja. Komm, Ella, lass uns gehen, wir müssen los. Ich will meine Tasche holen. Ja, ein Teenager in dem Alter zu Hause zu haben, ist bestimmt hart, oder? Da bin ich ja froh, dass ich noch ein paar Jahre verschont bleibe. Ja, so schlimm ist es nicht. Bin zwar alleinerziehend, meine Frau ist leider vor ein paar Jahren verstorben, aber ich denke, ich habe das schon ganz gut im Griff. Und Sie beide? Sind Sie die neuen Lehrkräfte hier? Nee, wir sind von der Kripo. Britta, mein Name, meine Kollegin Frau Rietz. Wir ermitteln im Mordfall Frank Bauer, dem Sportlehrer ihrer Tochter. Ja, und wissen Sie was? Auf der Leiche haben wir ein Haar vom Täter gefunden. Ein sogenanntes Ringelhaar. Das kennen Sie doch. Millionen von Menschen leiden an Ringelhaaren. Dann hat dein Vater bestimmt auch kein Problem damit, uns eine Haarprobe zu geben, oder? Papa? Ja, was hätte ich denn tun sollen? Der Drecksack hat meine Tochter verführt und dann wollte er sich auch noch rausreden. Sind Sie ja. Was wollen Sie denn? Ich habe das Video gesehen, ja? Was für ein Video? Na, schauen Sie doch mal. Das sind doch Sie. Oder? Ganz deutlich. Mann, das Video ist ein Fake. Ach, Fake. Und ich hoffe für Sie, dass ich der einzige Lehrer bin, den Ihre Tochter manipuliert. Verdammter Lügner, ja? Erst vergreifen Sie sich an meiner Ella und dann wollen Sie es ihr noch in die Schuhe schieben. Ach, das ist doch totaler Quatsch, Mann! Eins verspreche ich Ihnen, ja? Sie fassen kein Mädchen mehr an. Und dann haben Sie ihn erwürgt. Und wir dachten erst, dass das die Schlange war. Bis ich realisiert hatte, was Sie getan habt, da bin ich natürlich total überstürzt aus der Tierhandlung raus. Ich meine, ich wollte doch nur meine Tochter beschützen. Sie denken wirklich, dass dieses Sexvideo echt ist, oder? Ist es etwa nicht? Ella? Nein. Es tut mir so leid. Ich habe einen unschuldigen Menschen umgebracht. Schuldig oder nicht, spielt doch gar keine Rolle. Selbstjustiz ist nie eine Lösung. Sie müssen mitkommen. Bitte. Alle drei.